Hallo und herzlich willkommen zurück zur 36. Folge unseres Let's Plays zu System Shock. In der letzten Folge haben wir angefangen, die sechste Ebene, das Flugdeck, zu untersuchen und sind über dieses Cyberspace Terminal in Cyberspace eingetreten und haben mal ein bisschen aufgeräumt. Aber, wenn ich mich recht erinnere, gab es da noch was wir machen konnten, gell? Ah! Was hätte ich denn angegriffen? Boah, stimmt. Das Ding mag mich ja nicht mehr. Naja. Wir können eigentlich gleich wieder laden. Weil wir fast keine Integrität mehr haben. Na. Na. Dadurch. Weil du konntest. Boah, Schild absorbiert. Nein. Wir konnten nämlich, wenn ich mich recht erinnere, an einer Stelle gab es eine Abzweigung. Wo war denn das? Ach, da geht's lang. Konnten wir links oder rechts hin? Wir sind ja, glaube ich, immer links lang. So. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Wir sind aber. Oh doch, da ist ein Gegner. Boah. Ja, das sind zwei. Speed. Sind die? Keiner mehr da. Sind schon weg. So, wir könnten direkt hier hin. Könnten aber auch mal hier ein bisschen Suizid versuchen. So. Ja, der schießt schon zurück. Ah, natürlich fliege ich in die Mine. Geh rein. Boah. Sind wir nämlich einen komplett anderen Weg geflogen als letztes Mal. Und dann können wir bestimmt noch andere Sachen freischalten. Nehmen wir das mal. Isepa Spielesoftware. Ich weiß gar nicht mal, wo man die dann eintauschen kann. Unbenutzbar. Ah, Aufzug geöffnet. Das ist doch schon mal was. Ups, das war eine Mine. Ups. Ja, das war geplant. Wie immer. Nehmen wir uns mal ein Medikit ein. Das haben ja die ganzen Aufzüge mal geöffnet. Das ist doch schon mal gut. Solange jetzt hier nicht so viele Gegner kommen und uns hier ganz viel Schaden machen. Oh, was ist das denn? Einfach mal drauf schießen. Vorne ist ein Fahrstuhl. Manageraufzug. Wo geht das denn bitte hin? Fünfte Ebene. Weiß ja nicht, was wir in der fünften Ebene auch machen sollen, aber im Moment heißt es ja, geht zur sechsten Ebene. Ja. Überhaupt nicht unfair. Ja. Da können wir jetzt nicht viel machen. Außer noch ein bisschen Midi einzunehmen. Wir haben doch bestimmt noch Batterien. Halt ja besonders viel irgendwie das Medizeug. So ziemlich gar nichts mehr. Gibt es in dem Spiel sowas wie Level? Also jetzt machen wir den da. Ich speichere jetzt mal, weil wird glaube ich sonst kein. So.
Ging noch ganz einfach. Laserdegen, OP. So, was haben wir hier? Teflon-Munition und militärische Standardmunition. Der andere? Da waren noch zwei. Ah, die sind ineinander drin. Ja, kann man die Leichen kaputt machen, oder was? Oh, ist das hardcore hier. Verbraucht der Energie der Laserdegen? Ja, das sah gerade so aus, als ob, oder? Ja, da bin ich ein bisschen... Nein, schön nicht. Busch. Schauen wir mal hier. Ach, da ist ein Regenerationsraum. Das ist ja geil. Und Medikits. Erste-Hilfe-Kasten, meine ich. Das können wir immer brauchen. Aber müssen wir nicht normalerweise die Dinge erstmal umstellen? Von Cyborg-Produktion auf normale Heilprozesse. Ah, hier ist der Knopf dafür. Cyborg-Umwandlung abgebrochen. Standard-Regenerierung aktiviert. Ja, Mann, jetzt können wir auch wieder von hier starten, falls wir verrecken, was wir sehr wahrscheinlich werden. Öfters als uns lieb ist. Uhu. Wie, da ist keiner. So schön langer Gang, kein Schwein ist da. Ja, da kommt noch einer, ich weiß es. Ich sag's doch, ich weiß es. Reep. Wow. Oh, ich kann ja gar nicht angreifen. Oh, der stirbt ja gar nicht mit einem. Da geht er down. Der zweite hat uns noch nicht bemerkt, das ist in Ordnung. Vor allem, was sind das alles für Munition, die wir nicht verwenden können? Oh, da mehr Splitter-Munition. Speicher mal, das kann ich am besten. und gucken wir mal, was die Splitter-Munition so kann. Das macht schon gut Schaden. Kerzenleuchter, es sah gerade aus wie so ein Geschützturm. Ich habe gerade ein kleines bisschen Angst. So, Leiche. Kohlekernmunition haben wir auch schon voll gefunden, oder schwere Munition. Eine Zugangskarte, neuer Zugang. Adem. Ich glaube, das soll Admin bedeuten. Jetzt haben wir hier eine Flechette, die haben wir ja schon. Aber Munition. Hornissenmunition, das ist doch gut. Nehmen wir mit. Sonst gibt es hier nichts bei den Leichen. Sah gerade aus wie so eine Plattform. Das war ja nichts. Ah, da hinten ist schon wieder ein Aufzug. Ein Notizzettel und ein Datending. Papiere. Die Unruhen auf der Wohnebene haben sich nicht gelegt, seit sie gestern früh angefangen haben. Vor 12 Stunden wurde ein Sicherheitsteam ausgesandt, stieß aber bei den Randalieren auf unerwartet heftigen Widerstand. Laut Aussage einiger Mitglieder des Sicherheitsteams hat die Menge die Waffenschränke aufgebrochen und sich bewaffnet. Noch schlimmer sind Berichte, wonach einige der Aufrührer schon in Gefechte mit seltsam aussehenden Wesen verwickelt sein sollen. Wir haben keine Beweise. Wir haben keine Beweise für diese Berichte. Aber ihre Übereinstimmung mit der angeblichen Katastrophe in einem Biolabor sind beunruhigend. Und ein Datapad von Aaron. Da. Zack. Diego ist gerade abgehauen. Er hat uns verraten. Ich kann die Cyborg schon kommen hören. Der Speisesaal ist eine Sackgasse. Ich hoffe, dass es wenigstens Bianca geschafft hat, aus der Falle rauszukommen. Wenn es irgendjemand dort oben schafft und den Chip verwenden kann, ist sie das. Ich hoffe nur, dass wir uns halten können, wenn sie eindringen. Der Cyberspace-Anschluss ist Shodans Achillesferse.
Ah. Ein Knopf, den drücken wir mal. Ui. Können Licht ein- und ausschalten. Na gut, dann können wir ja weiter. Denn Licht ein- und ausschalten, denke ich mal, wird uns nicht weiterbringen. Warte mal. So, dass die Ecke auch mal erforscht ist. Stört mich immer, wenn so kleine Ecken nicht erforscht sind. Dann meine ich vielleicht später, oh, da ist doch noch was. Was ist das eigentlich? Notsignal, unbenutzbar. So. Viele Wege für nach oben. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hallo. Delta Groove. Oder Grove. Wieder rot Nachtsichtgerät. Oh, das ist ja cool. Ah, das Ding verbraucht scheiß viel Energie, ey. Jettison. Okay. Abgebrochener Hebel, mit dem wir aber anscheinend gar nichts mehr machen können. Was ist da? Aufzugstür. Wie viele Aufzüge gibt es denn hier eigentlich schon wieder? Welche... B4? Was sind das alles für Ebenen? Kranker Scheiß. Also wir haben noch einiges zu durchsuchen, vor allem jetzt haben wir sehr viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Können wir hier mal die Nachtsicht verwenden? Cool. Man braucht aber halt schon einiges an Energy. Deswegen vielleicht nicht so geil. Ah, wusste ich doch, dass ich da wen gesehen habe. Ich brauche keine Nachtsicht, um sowas zu sehen. Aber wenn ich hier reingehe, dann kommen die von der anderen Seite und ärgern mich. Ein Medi und eine Batterie. Und wir speichern natürlich, denn es könnte ganz lustig werden. Hehe. So. Uah! Daneben. Tot. Oh, das sind aber einige. Obwohl, ist eigentlich egal, weil wir haben ja Dings. Können es ja hier wiederbeleben. Ich weiß aber nicht, ob man dann am Ende vom Spiel irgendwas eine Nachricht bekommt, wie oft man gestorben ist. Obwohl das mir jetzt echt so bewusst wäre. Ob ich jetzt voll oft gestorben wäre. Ah, Geronimo. Und so sind wir mit jedem Run. Ah, nee, das war falsch. Da müssen wir gar nicht hin. Hihi. Da müssen wir hin. Höher Erschöpfungsgrad. Das Geräusch ist auch geil. Hallo. Double Kill. Okay, ich glaube, da brauche ich doch ein bisschen Nachtsicht. Cyberkriege. So. So, das war's mit Nachtsicht. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir auch auf den anderen Raum rein. Ja. In den anderen Raum rein. So rum. Ah, Licht. Ist doch schon mal was. Zielidentifikator. What the fuck? Okay. Kann ich jetzt damit sehen, ob Gegner in der Nähe sind oder wie? Oha, der Raum ist gruselig. Weil du da die Sterne sehen kannst. Ah, das ist ein Datendings da.
Eine Datendisk. Kein Datendings da. Ebene 6. Aaron. Gamma-Quadrant ist abgeschnitten. Aber Lara hat uns einen Wartungsschacht gefunden, der zu den Hauptrechnern in der Kontrollebene und zur Hauptabsprengkontrolle führen soll. Wir sind rüber in die Beta-Wohnräume, um es auszuprobieren. Lamar ging rein, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Ganz schöne Störgeräusche. Da liegt noch was. Was ist das denn? Serum. Das können wir gebrauchen. Das können wir echt immer gebrauchen. Aber man könnte sich mal noch was nachts schreiben, weil hier war doch noch was. Da war doch was. Hier auf dem Spielmodul. Okay. So. Eine Art kleines Kino. Ich mach mal folgendes. Wo war das Ziel? Dann werden wir hier nochmal die Ecken erkunden. Damit es auf der Karte schön eingezeichnet ist. Und dann haben wir in dem Bereich, denke ich mal, schon mal gut abgedeckt. Da sind noch ein paar kleine Ecken, weil da fehlt ja noch so viel von dem Raum. Gerade solche Kleinigkeiten will ich halt erforscht haben. Nicht, dass es dann später auf der Map so aussieht, dass da noch vielleicht irgendwas ist. Was aber nicht so ist. Wäre nämlich doof. So, jetzt haben wir in dem Bereich. Den kompletten oberen Bereich. Ach stimmt, hier waren wir ja gleich am Anfang. Hier war ja... Das ist ja der Fahrstuhl. Hat gerade meine Zielanzeige nicht irgendwas gesagt? Erstmal. Ach, da kommen wir ja gar nicht hin. Doch, der Laserdegen verbraucht Energie. Alter, was nicht alles Energie verbraucht, haben wir das schon mal gelesen? Ich glaube nicht. Trioptimum weiß, dass das Leben auf der Station Citadel manchmal anstrengend sein kann. Wenn sie sich nach einem schweren Arbeitstag erschöpft fühlen, laden wir sie ein, die Ökokapseln, auch Biozones genannt, zu besuchen. Die Biozone, Biozones, Biozone, okay, sind simulierte Naturumgebungen, komplett mit grasbewachsenen Hügeln, authentischer Erdflora und harmlosen Waldtieren. Ein entspannter Spaziergang in einer Biozone kann nach einem ermüdeten Sicherheitsdienstschicht oder einer langen Arbeitsnacht in der technischen Abteilung gerade das Richtige sein. Sie werden erfrischt und bereit für einen neuen produktiven Tag zurückkehren. Und ich merke gerade, ich habe die Zeit schon wieder voll überschritten. Deswegen Sparschers jetzt. Und ich würde mal sagen, das war's auch schon wieder mit der 36. Folge unseres Let's Plays zu System Shock. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over and out.